Hallo und herzlich willkommen zurück zu Anjas Themenkiste. Heute zeige ich dir, wie du ganz einfach WhatsApp auf dein Smartphone installieren kannst. Und zeigen tue ich dir das heute anhand eines iPhones. So, um die App zu installieren, müssen wir einmal in den App Store gehen. Der App Store hat dieses kleine Symbol, also das große A. Da drückst du einmal drauf und dann erscheint hier oben schon das Suchenfeld. Wenn das bei dir nicht hier gleich erscheint, dann hast du hier unten auch noch mal eine kleine Lupe, wo du drauf drücken kannst und dann erscheint auf jeden Fall das große Suchfeld. Mit einem Tipp in die kleine Leiste hier öffnet sich das Feld und ich kann hier WhatsApp eintragen. Es wird mir hier oben auch schon angepriesen, dann drücke ich da einmal drauf und dann sehe ich hier schon aus zweiter Stelle WhatsApp, den Messenger, einmal auf Laden drücken und dann fragt mich das Smartphone nochmal, ob ich das Ganze auch installieren möchte. Sage ich ja, selbstverständlich möchte ich installieren und dann muss ich hier noch einmal mein Passwort für meine Apple ID eingeben. Das mache ich jetzt noch einmal kurz. Und wenn ich das eingegeben habe, dann drücke ich hier noch kurz auf Anmelden. Und dann kriege ich auch schon die Rückmeldung, dass es alles fertig ist. Und dann ist das soweit alles in Ordnung. Jetzt wird die Applikation im Hintergrund quasi installiert. Nicht wundern, das kann auch mal ein paar Sekunden dauern, bis das fertig ist. Perfekt. Jetzt ist es fertig geladen und jetzt sehe ich auch hier schon, dass es mir angeboten wird, dass ich die App einmal öffnen kann. Dann drücke ich hier auf Öffnen. Und dann kriege ich auch schon gleich meine Willkommensnachricht für WhatsApp. Da kann ich mir dann hier unten auch nochmal die Datenschutzrichtlinien und die Nutzungsbedingungen angucken. Das passt für mich aber alles und von dem her stimme ich hier unten zu. Stimmen und zustimmen und fortfahren. So, jetzt wäre ich hier nochmal gefragt, ob WhatsApp mir Nachrichten senden darf. Das erlaube ich in meinem Fall. Hintergrund ist der, wenn ich WhatsApp nicht erlaube, dass sie mir Nachrichten schicken, dann kriege ich quasi auch nicht mit, wenn mir eine Nachricht von einem Freund oder Bekannten geschickt wird, sondern ich müsste dann immer aktiv in die App reingehen, um zu sehen, ob ich denn Nachrichten habe. Und mit der Aktivierung kriege ich sozusagen einen kleinen Signalton und eine kleine Benachrichtigung, hey, hier neue Nachricht in WhatsApp. Und dann kann ich da auch sofort reingehen und sehe, wer mir denn geschrieben hat und kann sofort antworten. Damit ich hingewiesen werde, wenn ich neue Nachrichten kriege, erlaube ich das Ganze. Und dann muss ich hier im Endeffekt meine Telefonnummer eingeben. Dann trage ich die hier einmal ein. Und wenn ich das Ganze eingegeben habe, dann habe ich hier oben ein kleines Fertig. Da drücke ich dann wieder drauf. Und dann werden jetzt im Hintergrund die Daten verarbeitet. Dann fragt er mich jetzt hier auch nochmal, ob die Telefonnummer auch wirklich richtig ist. Ich prüfe das jetzt hier noch einmal ganz kurz, ob ich da auch wirklich alles richtig eingetippt habe und es passt soweit, dann sage ich ja. So, warum musste ich jetzt meine Handynummer hier überhaupt eingeben? Ganz einfach, WhatsApp muss sich jetzt mit meiner Handynummer sozusagen verknüpfen und um das Ganze nochmal zu bestätigen, erhalte ich jetzt im Nachgang einen kleinen Bestätigungscode, den ich dann wieder eintragen muss. Bei mir wird es jetzt hier unten sogar schon direkt vorgeschrieben. Ich kann also quasi hier jetzt direkt den Code eingeben lassen. So, als nächsten Schritt werde ich jetzt hier gefragt, ob ich ein Backup hochladen möchte, beziehungsweise einen alten Chatverlauf hier reinspielen lassen möchte. Was heißt Backup? Backup ist nichts anderes, als wenn ich zum Beispiel bereits WhatsApp auf einem anderen Smartphone genutzt habe und da einen entsprechenden Chatverlauf hatte, dann konnte ich mir diesen Chatverlauf sozusagen abspeichern und der ist dann in so einem großen Speicher im Internet quasi hinterlegt und den könnte ich mir quasi aus diesem Speicher wiederholen und auf mein Smartphone draufladen. Aufgrund dessen, dass ich jetzt bei meinem Fall noch keinen Chatverlauf hatte und das auch eine komplett neue Handynummer ist, überspringe ich das Ganze hier. Dann werde ich hier jetzt nochmal gefragt, mein Profil zu bearbeiten. Das heißt, ich könnte hier jetzt oben gleich ein Bildchen hinzufügen, beziehungsweise auch meinen Namen hinterlegen. Dieser Name wird dann angezeigt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Nachricht versende und derjenige meine Telefonnummer noch nicht eingespeichert hat, dann wird zumindest mein Name auch mit angezeigt. Und ich trage da auch gerne immer nur meinen Vornamen ein. Kannst du aber auch machen, wie du möchtest. Und als Profilbild, das ist definitiv auch kein Muss, kannst du hier jetzt zum Beispiel eine Aufnahme von dir selber machen, etwas aus deiner Mediathek dir aussuchen. Grundsätzlich ist es hier
komplett dir überlassen, was du als Profilbild nimmst. Viele nutzen einfach ihre Haustiere oder Blumen oder einen Sonnenuntergang oder ihren Garten. Da kannst du wirklich deine Kreativität freien Lauf lassen, was du als Profilbild gerne haben möchtest. Und dann gehe ich hier auf Fertig. Als letztes fragt mich hier jetzt noch WhatsApp, ob es auf meine Kontaktliste, also auf mein Adressbuch Zugriff haben kann, was ich hier auf jeden Fall erlauben werde, weil dadurch habe ich natürlich die Möglichkeit zu sehen, wer zum Beispiel alles von meinen Freunden und Bekannten WhatsApp nutzt. Und zum anderen kann ich einfach auswählen aus meiner Kontaktliste, mit wem ich denn jetzt als nächstes schreiben möchte und muss nicht extra die Telefonnummer eintippen. So, und dann sind wir im Endeffekt auch schon fertig und ich könnte jetzt direkt, wenn ich hier auf dieses kleine Stiftchen gehe, mir aus meiner Kontaktliste jemanden suchen, dem ich eine Nachricht schicken möchte. Herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft und ich hoffe, das Video hat dir dabei geholfen, WhatsApp erfolgreich auf dein Smartphone zu installieren. Wenn ja, lass mir doch bitte gerne wieder einen Daumen nach oben da und abonniere auch meinen Kanal. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, alles Gute, ciao!